Hallo und guten Morgen. Willkommen zu meinem neuen Video auf meinem Kanal. Das sind wir. Ich war heute Morgen bei Lidl einkaufen. Mal ein bisschen anders als sonst und würde euch da den Einkauf gerne zeigen. Und wenn ihr da Interesse an diesem Video habt, schaut gleich zu. Lasst mir ein Like da und abonniert meinen Kanal. Aktiviert die Glocke, damit ihr die neuen Videos nicht verpasst. Wenn ich euer Interesse geweckt habe, dann viel Spaß jetzt bei dem Video. Anders an dem Video ist, dass ich diesmal ohne Einkaufszettel einkaufen war. Unglaublich, aber wahr. Ich, ein totales Einkaufsorganisationstalent, war ohne Einkaufszettel einkaufen. Nicht, weil ich den vergessen habe, sondern weil wir gestern einen Ausflug gemacht haben erst. Es war so schönes Wetter. Danach waren wir noch ewig lange auf dem Spielplatz. Hatten wir noch gar kein Mittag gegessen, haben wir noch gegessen zusammen und noch gespielt und noch zusammen Fernsehen geguckt zu viert. Und ja, dann war es so spät und ich habe noch Sport gemacht, war noch duschen. Da hatte ich dann einfach keinen Nerv mehr. Also dann war irgendwie schon 9:30 und gesagt, boah, eigentlich muss ich noch einen Wochenplan schreiben und eine Einkaufsliste, aber ich habe keine Lust. Aber ich musste auf jeden Fall heute einkaufen, weil heute wird es richtig warm, wenn nicht sogar heiß, weil gestern war es schon richtig warm. Und wir wollen heute grillen und haben nichts zum Grillen da. Viele kennen es vielleicht auch, wenn man ohne Einkaufszettel einkaufen geht, wird es immer teuer. Ich war, wie gesagt, diesmal mal bei Lidl, da war ich schon länger nicht. Ja, habe 150 Euro bezahlt. Nein, etwas weniger, 142 Euro, ein paar zerquetschte habe ich bezahlt. Dann zeige ich euch mal, was da alles mit durfte. Einiges, sage ich euch. Ich fange mal mit dem Einfachen an. Toilettenpapier, da gab es so einen Riesenpack. Da habe ich gedacht, dann haben wir erstmal Ruhe, weil das Toilettenpapier, das nervt mich immer, diese Riesenpakete rumschlepperei. Einmal und dann ist gut. Dann gibt es im Moment bei Lidl hohes Zehm-Angebot. Da hatte ich für die Kinder am Montag oder so, war ich glaube ich mal ganz kurz bei Lidl, zwei verschiedene Flaschen mal mitgebracht zum Ausprobieren, ob die das mögen. Und da hatten wir jetzt dieses groß und stark für den Knochenbau und so. Ja, und der hat den so gut geschmeckt, da habe ich jetzt mal 6 Flaschen geholt. Dann habe ich zweimal die Garnelen in Knoblauchöl, die lieben wir von Lidl. Ich habe da gar nicht mehr dran gedacht, ehrlich gesagt, weil wir halt ewig nicht bei Lidl waren. Und als ich am Regal vorbeigegangen bin, habe ich gedacht, oh, stimmt ja, die Garnelen, die waren hier sonst immer jede Woche im Einkaufswagen. Ja, da habe ich einmal Vollkorntoast für die Kinder, große Scheiben. Ja, dann habe ich zufällig gesehen, hatten die hier diesen Thunfischsalat Mexikaner, den der Patrick so liebt, da in diesem Angebotsregal, wo die Markenprodukte manchmal liegen. 2 Stück. Und da gab es noch 2 Pakete von. Und der kostete jetzt nur 2,99. Sonst kostet eine Dose ja schon 2,69. Also richtig günstig. Deswegen habe ich auch direkt beide Pakete mitgenommen. Dann habe ich hier britischen Cheddar mal mitgenommen. Den wollte ich mal ausprobieren. Eigentlich, weil die Rosalind sich Burger wünscht. Also, dass wir mal Burger selber machen wieder. Und da wäre solche Scheiben reingehören. Aber dann habe ich hinterher noch diese Sandwich-Scheiben-Cheddar gefunden. Ich glaube, sie mag lieber die. Aber jetzt habe ich beides, ist egal. Ja, dann habe ich 24 bunte Eier, Ostern naht. Ja, deswegen war es auch heute relativ voll beim Einkaufen. Obwohl ich jetzt schon morgens früh war, bin ich jetzt auch froh, dass ich das jetzt erledigt habe. Dann habe ich noch 10 normale Eier. Ja, dann habe ich hier mal so eine Kokosnuss zum Trinken. Die Rosalind mag das eigentlich total gerne. Also nicht vom Geschmack, sondern diese Kokosnuss zum Austrinken findet sie mega. Jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob sie die auch mag. Ich mag es auf jeden Fall, deswegen habe ich sie jetzt mal geholt. Dann habe ich einmal Äpfel geholt, Breburn-Äpfel. Die sind auch sehr lecker, die hatten wir jetzt ewig nicht. Dann habe ich einmal Bio-Kartoffeln. Dann habe ich einmal Schokolade und einmal Banana-Twist. Müllermilch, Shake. Irgendwas ist hier ausgelaufen oder auf jeden Fall ein bisschen nass. Dann habe ich einmal Rote Beete in Scheiben geholt. Ich verrate euch am Ende, diesmal gibt es ja keinen Wochenplan, weil ich wie gesagt noch keinen geschrieben habe. Am Ende verrate ich euch dann, was ich die Woche vorhabe zu kochen. Werde ich auch selber das erste Mal jetzt merken, ob ich alles habe und irgendwas vergessen habe. So, dann habe ich einmal hier Mini-Geflügel-Bratwurst. Und geflügelgrobe Bratwurst. Ich habe jetzt auch Grillfleisch so eingekauft, dass wir jetzt 2 oder vielleicht sogar 3-mal grillen können. Dann habe ich einmal Hirtenkäse mitgenommen.
einmal die Mäkele Kräuterbutter, dann hier Thunfischfilets, nicht von dieser Eigenmarke von Lidl, sondern Campos. Die waren im Angebot, 89 Cent. Zweimal Schmand, ein Spitzkohl. Wir hatten ewig keinen Spitzkohl. Dann habe ich einmal hier so Aufbackbrötchen geholt, für die Kinder hauptsächlich. Ein Eisbergsalat, unser Allrounder. Dann habe ich zweimal vier Hamburger Brötchen, und zwar diese größeren. Zweimal Chips frisch ungarisch, die waren auch im Angebot. Dann habe ich zweimal diesen Frühstücksbacon, den hier auch alle gerne essen und wo ein Paket immer gar nicht ausreicht. Und dann immer alle fragen, wie schon alle. Dann nochmal hier Salami, die auch so in Blümchenform ist. Dann habe ich hier einmal diese metzgerfrischen Frikadellen, die hatten wir ja schon öfter von Aldi allerdings. Ich habe die jetzt mal von Lidl mitgenommen, mal gucken, ob die auch so lecker sind. Dann habe ich hier so einen Serrano-Schinken, dreimal geriebene Mozzarella wollte ich sagen. Dreimal geriebene Mozzarella, der war auch im Angebot, 1,11 Euro. Ich wollte eigentlich anderen geriebenen Käse nehmen, habe dann gesehen, dass der im Angebot ist. Und wir mögen eigentlich eher am liebsten den Mozzarella. Dann habe ich noch zweimal den runden Mozzarella am Stück, zweimal Philadelphia Neo-Kekse. Dann habe ich zweimal passierte Tomaten geholt. Das ist eigentlich nur so auf Vorrat gewesen. Ich habe nämlich gestern angefangen, die Küche gründlich zu putzen und die Schränke zu sortieren. Und habe dann in unserem Apotheker-Vorratsschrank hier gesehen, dass wir gar keine passierten Tomaten mehr haben. Snackmann. Noch einmal Thunfischfilet. Zwei Gurken. Grüner Spargel. Dann habe ich zweimal diese Hamburger Patties. Ja, dann habe ich einmal Nackensteaks, einmal Bauchscheiben, einmal Grillfackeln. Dann gab es hier die Letter im Vorteilspack im Angebot. Wir hatten eigentlich gerade eine neue Letter, aber jetzt haben wir dann noch eine auf Vorrat. Dann habe ich hier noch ein bisschen was für den Osterhasen geholt. Genau, hier sind die Sandwich-Scheiben-Cheddar. Dann habe ich zweimal hier so ein Kräuterbutter-Baguette. Einmal Kinderpinguin, hatten sie jetzt so ein kleines Paket, Aktionspack, 6 Stück, fand ich jetzt ganz gut. Dann diesen großen Kochschinken, Prosciutto. Dann noch hier diese Schinkenwürfel, Zuckerschoten, feine Leberwurst. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Tüte. Da habe ich einmal Erdbeeren, einmal noch für den Osterhasen. Dann habe ich hier diese Milchschnitte geholt noch. Das ist ja Milchsnack von Milbona. Den gibt es halt nur bei Lidl. Und den mag die Rosalind so gerne. Zweimal die Frau Antje Butter. Die war auch im Angebot. Die habe ich jetzt auch einfach mal so geholt. Dann habe ich einmal diese Gyros-Creme geholt. Eigentlich liebe ich diesen Tzatziki von Apostels, heißt der, glaube ich. Den gab es aber nicht. Oder den gibt es, glaube ich, bei Lidl sowieso nie. Dann nochmal zweimal Energy. Basmati-Reis, weil ich halt auch gestern gesehen habe, dass wir nicht mehr so viel Reis haben. Herzwaffeln mit Puderzucker. Dann meine Roma-Tomaten. 4 Bananen, die sahen, fand ich, richtig gut aus. Dann habe ich einmal Kapern geholt. Diese kleinen Dosen Mais, die es ja irgendwie nirgendwo gibt oder fast nirgends. Frischer Blätterteig. Butternut-Kürbis. Zweimal die Landliebe-Milch und einmal noch die Apfel-Kirsch-Trinkpäckchen. Dann habe ich noch 9 Flaschen stilles Wasser, die kleinen, und 9 Flaschen mit Kohlensäure und noch 6 Flaschen Zitronen-Limoseo. Die habe ich hier noch im Auto, das andere Wasser auch. Also das war mein Einkauf. Jetzt hatte ich vor, diese Woche zu kochen, also wir haben heute Mittwoch. Heute werden wir grillen und wir haben von letzter Woche noch einmal die Nudelpfanne über. Und Hähnchenschnitzel mit Olivenkruste. Habe ich beides noch nicht gemacht. Ich weiß gar nicht, warum das sich so aufgeschüttet. Ich glaube, einmal war das Essen so viel, das hat für 2 Tage gereicht. Und einmal haben wir einen Ausflug gemacht. Übrigens, da waren wir am Sonntag, haben wir einen Ausflug gemacht zum Schmugglerpfad. Oh, es war so schön. Das war eigentlich nur Wald, wo man halt spazieren geht. Aber die haben so ein bisschen ja so Aufgaben und so ein bisschen Klettersachen für die Kinder auf dem ganzen Weg eingebaut. Und man konnte auch ein Quiz machen. Also es war echt schön und es war auch nicht voll. Wir sind auch direkt morgens los und hinterher wurde es ein bisschen voller, aber auch nicht so voll. Also im Wald, finde ich, verläuft es sich ja auch
recht gut. Das war an der holländischen Grenze und dort war auch ein Imbiss oder ein Restaurant, aber die haben halt nur so einen draußen Imbissverkauf gemacht. Da konnte man auch eine Frikandel essen, also auch im Stehen irgendwo, ne? Oder sich in die Wiese setzen. Aber es war wirklich schön. Es war ein total schöner Ausflug, mal wieder für die Kinder was anderes. Genau, und an dem Tag habe ich dann auch nicht gekocht. Also werde ich diese Woche, heute werden wir grillen. Ich weiß jetzt noch nicht genau, in welcher Reihenfolge, aber dann haben wir noch einmal Hähnchenschnitzel mit Olivenkruste. Dafür habe ich ja noch alles. Für die Nudelpfanne habe ich auch noch alles. Jetzt wollte ich einmal Spitzkohl machen mit Hackfleisch und Kartoffeln. Dann wollte ich einmal einen Auflauf machen, den ich bei Instagram gesehen hatte, mit Kürbis, Grünspargel und Zuckerschoten. Ich denke, den, und da kommen noch Kartoffeln rein und Feta-Käse und Sahnesoße. Ich denke, den Auflauf werden wir auch 2 Tage dann essen. Was hatte ich jetzt noch gekauft? Genau, dann wollten wir einmal die Burger selber machen. Dann habe ich alles gekauft für Pizza-Muffins, die ich gesehen hatte. Die wollte ich auch nochmal machen. Da weiß ich aber nicht, ob wir die als Mittagessen machen oder als Abendbrot. Das ist mit dem Blätterteig. Ja, dann können wir noch ein zweites Mal grillen. Ja, und ansonsten habe ich viel zum Snacken geholt. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war ein crazy Einkauf ohne Einkaufszettel. Da habe ich mich was gewagt. Lasst mir doch gerne ein Gefällt mir da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert meinen Kanal weiterhin. Aktiviert die Glocke, damit ihr die neuen Videos nicht verpasst. Ihr könnt ja auch gerne mal in meine alten Videos reinschauen. Ja, dann wünsche ich euch einen wunderschönen sonnigen Tag. Obwohl, wenn ihr das Video seht, ist vielleicht schon wieder schlechtes Wetter. Bis nächste Mal. Tschüss.